Ja, einen wunderschönen guten Morgen da draußen oder Mahlzeit. Liebe Leute, moin. Liebe Kreative, ich bin mir sicher, vielen geht es ähnlich wie mir. Ich bin müde, pandemüde. Klar, wir befinden uns gerade in einem riesigen gesellschaftlichen Experimentierbaukasten und das ist eigentlich super spannend. Aber wer bitte schafft es im Homeoffice, überhaupt eine Form von Spannung aufrechtzuhalten? Und damit meine ich nicht die Körperspannung und die ergonomisch gesunde Sitzhaltung. Die einen mögen im Morgenrock ins Homeoffice schlendern, die anderen schon seit Monaten jeden Tag still innerlich schreien. Aber die Frage ist, wie geht derzeit noch kreativ sein? Mir fehlen Freundinnen, Austausch und Kultur, Kneipe und Tanz, Konzert, Kino, Sport und Gesellschaft. Zurzeit bleibt nur Netflix leer zu bingen, wo uns die AutorInnen alles Originelle vorkauen und Kreativität lässt sich auch nicht auf Amazon bestellen. Ich bin überbildschirmt, aber sozial ausgehungert. Ich will vernünftige Ansagen erhalten, aber habe das Rumgeeier der GroKo satt. Ich will wissen, was los ist, aber habe die Nachrichten über. Ich kann dieses ewig gleiche stockfotohafte Gemisch aus Ärztinnenkitteln, Impfspritzen und PolitikerInnen, die mir ihre Kontakteinschränkungen, den wirklich erbärmlichen Impfstofffortschritt und das Inzidenz-Hü und Hot als Erfolge verkaufen wollen, nicht mehr sehen. Meine Durchhalteparolen sind mir im Februar alle gegangen und die neuen stehen mittlerweile im Discounter neben dem Klopapier. Fassen wir das mal kurz zusammen. Damit es dieser dubiosen Wirtschaft gut geht, hat die Bundesregierung tausende zusätzliche Corona-Tote und Erkrankungen in Kauf genommen, mehrere Branchen wie Gastro und Kultur geopfert, eine Generation SchülerInnen und StudentInnen im Stich gelassen und insbesondere weniger privilegierte Familien psychisch zerrüttet. Na, da hat man ja richtig was bekommen für sein Geld. Man hört ja auch immer, Deutschland soll ein so gut organisiertes Land sein, mit Ordnungen und Anweisungen bis auf die atomare Ebene hinunter definiert. Aber was ist bitte dieses Pandemie-Handling heutzutage? Man darf zu 100 ins Großraumbüro, wenn man sich eine Krawatte vor den Mund hält. In Schulen müssen die Fenster offen bleiben und dafür die Münder zu, während die Lehrerin die Hälfte der Klasse bestreamt. Auf der Straße darf man hingegen nur in Kleinstgruppen zu zweit und mit Mundschutz flanieren. Alles andere steht unter Strafe. In Supermärkten muss jede Person einen Einkaufswagen mitnehmen, aber in Straßenbahn und Flugzeug gilt das nicht. Und trotz der vielen Griffe und Knöpfe gibt es auch kein Desinfizierzeug, das sonst überall hängt. Ab 22 Uhr herrscht Ausgangssperre, aber nur bis jemand dagegen klagt. Wer in der Fußgängerzone keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, wird verhaftet, während Fußballspieler selbst dann auflaufen, wenn Mannschaftskollegen infiziert sind. Jeden Tag testen geht, aber impfen nicht. Kommen Sie in einem halben Jahr nochmal wieder. An Impfstoffen gibt es vier, drei oder zwei, weil einige davon ganz seltene Nebenwirkungen aufweisen und andere gerade nicht lieferbar sind oder in England oder einer Lagerhalle in Kassel wiedergefunden werden. Und für einen der drei gängigsten Impfstoffe muss man über 60 sein oder nach 22 Uhr oder zu dritt oder maskiert oder was denn jetzt eigentlich nochmal, Herrgott-Sakrament. Gut, ich muss sagen, ich bin wirklich privilegiert, solange ich noch diese Energie zum Beschweren aufbringen kann. Der Winter war hart. Ich hatte ihn fast komplett alleine verbracht, aber mit sehr viel Glück, wie die kleine Maus Frederik aus dem Kinderbuch, einen gerade so ausreichenden Vorrat aus Geschichten, Farben und Sonnenlicht angelegt. Das ist, was wir von Frederik lernen können. Eisern an positiven Routinegerüsten festhalten. Bilder und Erinnerungen behalten und sortieren, vor allem hier im Herzen. Für Bewegung und Tapetenwechsel sorgen, wann immer möglich. Auf die kleinen Dinge achten und uns jeden Tag mit etwas Neuem überraschen. Etwas zubereiten, was man noch nie gekocht hat. Mal in einem ganz anderen Stadtteil Essen bestellen oder spazieren gehen. Ich weiß, das klingt total verrückt. Die teure Kamera ausprobieren und den urbanen Foto-Essay endlich starten. Eine persönliche Street-Art-Gallery anlegen und natürlich uns selbst zum Besseren verändern. Mein Tipp, ich selbst habe zum Beispiel mal meine Kontakt-, Freundschafts- und Chatlisten mal ganz nach unten durchgescrollt und geguckt, wen ich da lange nicht kontaktiert hatte und dann mit Menschen endlich mal wieder in Kontakt zu kommen, mit denen ich lange nicht gesprochen hatte. Ja, und die Hoffnung natürlich nicht aufgeben. Denn wie uns die Situation gerade zeigt, stehen alle Zeichen auf Veränderung. Wir sind deutlich weiter als die Politik, deshalb sollten wir auch zeigen, was wir spätestens unter dem Brennglas dieser Pandemie alles gelernt haben. Die Utopien werden greifbar. Nur eine Revolution wird heutzutage nicht mehr an einem singulären Tag mit Fackeln und Mistgabeln vollzogen, sondern langsam und bedacht an vielen Tagen, in vielen kleinen Schritten im Alltag und mit jeder Konsum- und Kaufentscheidung. Rücken wir doch all dieser Transformation in jeder Sekunde ein Stück näher, so wie wir unserer früheren Freiheit näher rücken. Wobei, was heißt frühere Freiheit? Die galt ja irgendwie nicht so richtig für alle, oder? Ich will vielleicht gar nicht zurück in dieses alte System aus Ungleichheit und Diskriminierung,
ein Mangel an Fairness und Berechtigung und Teilhabe und mit all diesen gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten. Ich will was anderes. Ich will Freiheit für alle. Und das sollten wir beim langsamen zu uns kommen nicht vergessen, selbst wenn wir feiern, wenn das hier mal alles vorbei ist. Denn wenn das hier mal alles vorbei ist, dann werde auch ich ganz gelassen werden können. Ich werde den Vögeln lauschen, die es geschafft haben, die Äckergifte von Monsanto und Co. zu überleben. Ich werde dem Efeu huldigen, der an Schornsteinen hochwächst und über Schottergärten rankt. Werde zusehen, wie der Beton der Autobahnen verwittert und man die Rüstungsfabriken der Waffenlobby zu Mahnmalen und Kulturerbestätten umfunktioniert. Ich werde die vom Konzern RWE angerichteten Mondlandschaften anschauen, in denen die Braunkohlebagger wie in Eisen gegossene Riesensaurier stillstehen und wie sich der Hambüchener Wald als Keimzelle der Renaturierung macht. Ich werde in einer Gesellschaft leben, die vom Verstand zahlreicher ExpertInnen geleitet wird, statt von Gier nach Macht und Meinungspopulismus. Ich werde geläuterten Wutbürgern, RassistInnen und VerschwörungstheoretikerInnen ein Lächeln schenken, weil sie endlich lernten, welchem Trug und menschenverachtenden Ideologien sie aufsaßen, als ihre Idole aufgrund realer Probleme weder Lösungen noch sonst irgendetwas zu melden hatten. Ich werde bemerken, dass die Verteilungskämpfe aufhörten, seit genug Geld für Bildung, Gesundheit, Rente, Soziales und Kultur vorhanden ist. Und ich werde bemerken, wie sich die Umverteilung von Reichtum auf das Wachstum ideellen Glücks statt das des Bruttoinlandproduktes auswirkt. Ich werde an den Fabriken der Nachhaltigkeit vorbeiradeln, in denen die Zukunft produziert wird und Menschen jeder Herkunft, Hautfarbe und Identität Hand in Hand zufrieden und gleichberechtigt zusammenarbeiten. Ich werde in einer Zeit leben, in der man ständig aus den Fenstern applaudieren möchte, aber nicht aus schlechtem Gewissen oder weil man sich per Flashmob im Internet dazu verabredet hat, sondern schlicht fühlt, ausdrücken zu müssen, wie sehr wir es geschafft haben, aus der Zeit des Corona die richtigen Lehren zu ziehen und ein besseres Leben für alle zu etablieren. Und dafür müssen wir gar nicht groß kreativ sein, sondern einfach uns besinnen, was uns wichtig ist. Dankeschön da draußen. Viel Erfolg und viel Spaß heute.